Ja, hallo und herzlich willkommen bei Brado Matthäus. Schön, dass alle dabei sind. Es ist wieder soweit. FIFA 22 steht vor der Tür und was gibt's? Es gibt Player-Ratings und nicht irgendwelche Player-Ratings, sondern die allerbesten Player-Ratings von FIFA 22. Ultimate Team. So, wir schauen es uns an und da sehen wir schon das erste große Highlight. Der Messi mit dem neuen Trikot. Ich kann, für mich ist das ganz komisch. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Er hat eine 93er-Karte, was recht gut ist mit 85 PS. 92 Schießen, 91 Passen, 95 Dribbling, 43 Defense, 65 Physis. Ich glaube, die Karte ist wieder ultra sick. Hängt natürlich ein bisschen vom Gameplay ab, wie gut er dann wirklich ist, ob er der absolut Beste ist oder andere ein bisschen besser sind. Grundsätzlich schaut die Karte super aus. Die Frage wird sein: Ja, gibt es eine Karte im Barcelona-Trikot? Nein, es tut schon weh, ein bisschen, dass er jetzt wechselt hat. Ich weiß nicht, schreibt es gerne rein, wie ihr das findet, den Wechsel von Messi. Eine 93er-Karte, ich finde, er hat es verdient, der beste Spieler zu sein. Ja, der Lewandowski und der Cristiano Ronaldo wahrscheinlich auch. ja, Robert Lewandowski, der Zweite im Bunde, der Zweite, was heißt der Zweite im Bunde? Der Zweite in dieser Liste mit 92 Rating, der drittbeste Spieler. Also es gibt einen 93er, einen 92er und dann scheinbar 3,91 oder so, wir werden es gesehen. Lewandowski mit 78 Base auch voll okay. Also, es könnte ein bisschen mehr sein, aber ja. Hat die letzten Jahre immer so gehabt: 92 Schießen, 79 Passen, 86 Dribbling, 44 Defense und 82 Physis. Wenn er nur ein Upgrade bekommt und der 93er Karte hat, dann ist er schon knapp an den 80 Base dran. Ach so, kommst mit wahrscheinlich mit einem Hunter oder so auf recht gute Base. Musst halt überlegen, viele waren in den letzten Jahren, die dann eben sowieso ein Engine Game hat. Hängt immer ein bisschen davon ab, wie ihr spielen wollt und wie das Game, wie das Meta dann heuer ist, also wie das Gameplay sich dann entwickeln wird. Ja, dann kommen wir zum Cristiano Ronaldo im Manchester United Trikot. Oh, leider nur 91er. Zumindest ist er Stürmerkarte, aber nur 91er. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Also, wir hätten zumindest ja, 92er abgeben. Aber ja, meine Meinung. Ist er nicht bei der Euro-Torschützenkönig geworden? Also bitte. Dann hat er 87 Base, 93 Schießen, 82 Passen, 88 Dribbling, 34 Defense und 75 Physis. Die große Frage wird sein: Hat er 5 Sterne Weakfoot oder 4 Sterne Weakfoot? Irgendwer hat einmal gesagt, er könnte heuer nur 4 Sterne Weakfoot, was heißt Weakfoot? 4 Sterne Skills haben, das wäre eine Katastrophe. Statt 5 Sterne Skills, 4 Sterne Skills, gerade beim Ronaldo. Das wäre bitter. Aber schauen wir mal. Dann der vierte Spieler, auch eine 91, ist der Kevin De Bruyne. 76 Base, ist voll okay. 86 Schießen, 93 Passen, 88 Dribbling, 64 Defense und 78 Physis. Also auch eine sehr, sehr gute Karte wieder für den Kevin De Bruyne. Der wird vielleicht wieder die 5 Sterne Weakfoot haben, also 5 Sterne schwacher Fuß. Dann haben wir in Kylian Mbappé, den besten Franzosen in dieser Liste. Und der Kylian Mbappé, der hat es halt drauf. Also, der ist unglaublich schnell mit 97 Base. Ist für mich die beste Karte im letzten FIFA-Teil gewesen, die ich gespielt habe. Wenn ihr die Leihkarte habt am Beginn von FIFA, verwendet sie für die Rivals-Aufgaben oder für irgendwelche Aufgaben am Beginn, wo es wichtig ist, verwendet die Leihkarte so, dass vielleicht nur ein Spiel überhaupt für andere Aufgaben. Ja, Kylian Mbappé, 97 Base, ist wieder Monster, 88 Schießen. 80 Passen, 92 Dribbling, 36 Defense, 77 Physis. Spielt für Paris Saint-Germain, ihr seht schon. Messi 93, Kylian Mbappé 91. Da habt schon zwei von den drei Wing, also von den Stürmern von PSG, die heuer richtig sick sein werden. Bin gespannt, wie die dann in Champions League und so performen. Mbappé ist sicher wieder eine der absoluten Top-Karten heuer. Vor allem, wenn er die 5 Sterne Skills wieder hat. 4 Sterne Weakfoot vielleicht. Auch Neymar, die letzten Jahre 5 Sterne, 5 Sterne bei den Weakfoot Skills. Also da auch jetzt wieder 91er Karte. Schaut auch wieder super gut aus, die Karte. Wenn er die 5 Sterne, 5 Sterne Combo hat, sowieso 91 Base, 83 Schießen, 86 Passen, 94 Dribbling, was ziemlich sick ist, 37 Defense, 63 Physis. Absolute Hammerkarte. Das ist jetzt Neymar, Mbappé und Messi. Das ist einfach, da habt ihr euren Sturm schon. Wenn ihr euch das zusammenbringt, dass ihr alle und ihr könnt sie super linken. Echt, GG, glaube ich, wird das sein. Oblak hat auch eine ziemlich coole Karte, 91 Rating. Das heißt, es gibt 5 Karten mit 91 Rating. Ich finde, ich hätte noch ein. Ich hätte noch ein Ding. Also, ich hätte ihn nur 92 gemacht, dass da einen, zwei und dann irgendwie so weitergeht. Vier. Naja, ich halt. Oblak schaut auch ziemlich nice aus, natürlich mit 91. Ist ein Wahnsinns-Tormann.
Harry Kane mit 90, hat 70 Base. Ja, das ist ein bisschen grenzwertig, immer schon gewesen in den letzten Jahren. Aber ansonsten natürlich gute Karte mit 91 Schießen, was ihn einfach ausmacht. 83 Dribbling, 47 Defense, 83 Passen, 83 Physis. Ich würde mir wirklich wünschen für das FIFA, dass einfach einmal die Base nicht immer der entscheidende Faktor ist. Ich meine, es ist ja klar, Beweglichkeit und Base helfen halt einfach, dass man leichter spielen kann. Und ja, aber ich finde, das macht dann oft halt einfach Karten, die in echt eigentlich, die Spieler, die in echt einfach unglaublich gut sind, unbrauchbar im FIFA. Gerade bei den Legenden. Hoffen wir, dass das mal wieder besser wird. Dann haben wir einen Kanté, der hat 78 Base, hat eine 90er Karte wieder. 78 Base, was super ist. 82 Dribbling, was gut ist. 66 Schießen, 75 Passen, 87 Defense und 83 Physis. Was soll man sagen? Der Kanté ist einfach eine absolute Topkarte. Und der zweitbeste Franzose nach dem Mbappé. Also, ich glaube auch super, wenn ihr den bekommt. Dann der beste aus der Bundesliga nach dem Lewandowski, also der zweitbeste, beste Deutsche, mit 90 Rating, der Neuer, 88, 88, 91, 88, also auch wieder super Karte mit 90 Rating. Schaut super aus, hat mir letztes Jahr sehr viel Spaß gemacht. Im Tor, der Stegen auch immer einer der besten Tormänner im Spiel und auch heuer wieder mit 90 Rating dabei, 88, 85, 88, 90, 43 und 88 sind es Stats da, also für den Barcelona. Ja. War das der beste Barcelona-Spieler bis jetzt? Ich glaube. Der Stegen, der beste Barcelona-Spieler. Und der ist noch vor dem besten Real Madrid-Spieler, der da jetzt bald kommen wird. Aber das jetzt, was passiert ist in den letzten Jahren mit den zwei Clubs. Die strugglen ein bisschen. Bin auch gespannt auf den Alaba, ja. Also, Alaba, Demir, den interessiert mich mega. Sabitzer, was der für Karte hat. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Spieler, zum ersten mit 89 Rating in dieser Liste, der Salah. 90 Base, 87 Schießen, 81 Passen, 90 Dribbling, 45 Defense und 75 Physis. Also eine richtig gute Karte, die der Zöllerlauer hat. Auch der Donnarumma mit der Mega-Upgrade. Was hat denn der letztes Jahr gehabt? Ich glaube, hat der 86er Karte noch gehabt letztes Jahr? Dann ist er bei PSG und hat eine 89er Karte. Nur damit ihr seht, wie sick das Team wird. Der war so gut bei der Euro. Ich weiß noch, wie er gegen Österreich hat. Da richtig viel Karten, was du gedacht hast. Wow. 91 Diving, 90 Reflex, also schon richtig gut. Eigentlich bessere Werte als der Ding. Ein Positioning der 85. Ja. Dann kommen wir zum Besten von Real Madrid und ich habe jetzt ein paar Spiele angeschaut von Real Madrid heuer und er ist echt gut. Benzema, wirklich stark wieder. 76 Base ist wieder so grenzwertig, so in dem Bereich vom Lewandowski. 87 Dribbling, 86 Schießen, 81 Passen, 77 Physis. War immer gute Karte eigentlich die letzten Jahre auch und jetzt so der drittbeste Franzose vom Rating nach Kanté. Also nehmen wir Bekannte und jetzt er der Drittbeste. Dann haben wir den Holländer, den Besten, den Virgil van Dijk. 78 Base, was ziemlich nice ist. Also gute Basis, 60 Schießen, 71 Passen, 72 Dribbling, 91 Defense und 94 Physis. Eine richtig gute Karte wieder von van Dijk. Und weiter geht's mit dem Kimmich. Der hat, glaube ich, letztes Jahr noch 87 oder 88er Karte gehabt. Ich glaube, er hat eine 87er Karte gehabt. Also 89 richtig nice jetzt da. 70 Base schon von Haus aus, 73 Schießen, 86 Passen, 84 Dribbling, 83 Defense und 79 Physis. Ich bin ein riesen Kimmich-Fan gewesen im letzten Jahr. Ich habe den richtig gern gespielt, von Beginn weg eigentlich, hat mir der immer taugt. Er ist auch wesentlich billiger als jetzt der Kolo Kanté, der jetzt schon besser ist, deutlich, aber wenn es halt eine deutlich billigere Alternative wollte. Ich weiß nicht, wie viel er heuer kostet, aber in den letzten Jahren war es so, war der Kimmich echt. Aus meiner Sicht echt eine coole Option. Son mit 89 richtig stark, auch heuer richtig hohes Rating. 88 Base, linker Flügel, 87 Schießen, 82 Passen, 86 Dribbling, 43 Defense und 69 physisch. Dann kommen wir zum nächsten Tormann. Also, wir haben einen Haufen Tormänner über 89. Also wir sind jetzt beim Alisson, der für Liverpool der ins Rennen geht als 89er. Dann haben wir einen Courtois als 89er für Real Madrid. Dann haben wir einen Casemiro als 89er heuer. Ich glaube, der hat auch wieder Upgrade gekriegt. 65 Base ist ein bisschen wenig halt, aber das hat er immer. 73 Schießen, 76 Passen, 73 Dribbling, 86 Defense und 90 Physis. Das ist auch so er und der Busquets waren immer so Karten, weißt du, was du gedacht hast. Das heißt, der ist so gut in echt und im FIFA halt einfach durch das Tempo nicht so gut dann mehr. Aber gibt da halt Leute, die dann spielen.
Das nächste 89er Rating hat der Ederson. Nächster Tormann mit 89, also wir sehen drei Tormänner am Schluss mit 89. In Summe waren da 1, 2, 3, 4 Tormänner mit 89, 5, 6 Tormänner. Ach, 7 Tormänner in diesen bei den Top-Leuten, das ist schon richtig viel. Und die letzte Karte, die wir noch haben, ist der Sadio Mané mit einem 89 Rating, Left Wing, 91 Base, 83 Schießen, 80 Passen, 89 Dribbling, 44 Defense und 77 Physis. Das war's von mir. Das waren die Top-Players in FIFA 22. Wer fehlt? Wer fehlt für euch? Wen hättet ihr besser gewünscht? Wen hättet ihr schlechter gewünscht? Wie findet ihr die Ratings? Klar, also wir wissen jetzt nicht, wie die genau anschauen von den Werten her und von den Weakfoot und Skills, aber da können wir mega gespannt sein drauf und ja, auf jeden Fall viele, viele tolle Karten. Ich bin gespannt, ja, das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und wie gesagt, nächste Woche geht es dann eh los, da werden wir dann wieder spielen, FIFA 22, also das war's von mir. Bis zum nächsten Mal, euer Bradam. Ciao.